Hold up. Ein Herzquack und willkommen zur nächsten Runde Herd World. Heute wieder mit Stimme und dem Werten Raised. Hallo. Hallo. Ja, wir sind hier auf wieder einem offiziellen Server und der Besitzer oder dessen Server das Ganze hier ist, den kennt ihr sogar, denn das ist der Server von lieben Hirnsturz und der weiß von seinem Glück noch gar nichts, dass wir jetzt hier auf dem Server von ihm spielen. Wurde gesagt, dass der Server echt gut läuft und auch viele Leute drauf sind und dafür keine Lags und ja, eben ist der Server irgendwie ein paar Mal abgeschmiert, aber Admins haben direkt schon geschrieben, die sind da in Kontakt mit dem Support, dass es ganz gut läuft und wir sind eigentlich gerade erst drauf connected. Ich habe relativ viel Stuff und warum, die Story erzähle ich euch. Leider habe ich da noch keine Aufnahme angehabt. Wäre zu episch gewesen. Wir haben uns gerade köstlich amüsiert in Tränen gelacht. Sind hier rumgelaufen, ne? Und ja, da war der Server abgestürzt. Mich hat jemand versucht, mit Bogen anzuschießen, ja, dreimal. Hat einfach nicht getroffen. Und dann habe ich ihn angehauen. Dann hat der Server wieder geleckt. Und dann konnte er schon wieder laufen, ich aber noch nicht. Das waren auch die einzigen zwei Male, die er mich getroffen hat. Danach habe ich schon abgestochen. Und habe nichts von ihm gedroppt bekommen, außer hier seine fünf Pfeile. Und dann bin ich ein bisschen weitergelaufen und habe Leute getroffen. Und dann steht da so einer und ich so, oh jo, servus, na, alles klar. Wollte mit ihm reden. Und der so, ja, servus. Und auf einmal schlägt er mir seine Eisenaxt zweimal gegen den Kopf. Ne? Und dann laufe ich halt weg. Und dann kommt da noch ein zweiter Typ zugerannt. Und dann rennen mir zwei Typen hinterher. Und ihr müsst euch das vorstellen, ja? Ihr seht, wie ich jetzt aussehe. Ich hab ne Hose an, ja? Ihr müsst euch das so vorstellen. Ja, ich hatte keine Hose, ich war nackt. Ja, oh fuck, ich muss kurz Inventarplatz machen, dass ich die Hose wieder anziehe, sonst erfriere ich gleich. So, also ich war nackt, ja? Ich hatte einfach nichts. Ich hatte wirklich nichts. Ich hatte irgendwie 10 Holz, Steintools, Steinspeer, das war's. Und, ja, hier, CR Left Hand ist einer der beiden, ja? Die sind jetzt noch ein bisschen mad, weil sie auf den Sack gekriegt haben, aber auf jeden Fall er und sein Kumpel, die rennen mir so hinterher und wollen mich töten. Ja, fliegen die ganze Zeit links und rechts so Pfeile vorbei und dann kommen auch Speere geflogen und dann halt Speere immer zu weit. Die habe ich dann einfach immer mitgenommen, mich bedankt. Dann hat er mir noch einen zweiten Speer zugeworfen, habe ich gesagt, okay, den Scheiß kannst du behalten. Hab den wieder zurückgefeuert, bin einfach weitergelaufen und dann so, ey, hab ich gesagt, ist jetzt euer Ernst, dass ich hier 10 Minuten im Nacken hinterher rennt? Also ja, wir brauchen Holz. Hast du Holz? Ist so, klar hab ich Holz. Selbst wenn es nur 5 ist, kriegt ihr überhaupt kein eins davon, weil ihr trefft mich zum einen sowieso nicht und zum anderen, ihr rennt gerade wie so zwei Gestörte in einem Nacken hinterher, fangt an, dem eine Axt gegen den Kopf zu hauen und wollt dann noch irgendwas verlangen. Was ist los mit euch? Ja, also ich hatte keine Angst, dass die mich treffen, weil die waren halt einfach nicht gut. Und dann bringe ich so ein bisschen parkourmäßig einen Berg runter, über so 2-3 Ecken. Der erste hinterher bricht sich die Beine, der zweite springt hinterher, ganz normal. Das Problem war halt natürlich dadurch, dass sie Schuhe haben, sind sie schneller als ich und konnten immer wieder aufholen, ja. Aber der erste, wie gesagt, bricht sich die Beine, der andere hinterher, dann wusste ich, okay, jetzt ist es nur noch 1 gegen 1, hab mein Speer rausgeholt, hab mich umgedreht, ihm zweimal den Kopf gepiekst, dann war er tot, ne. Dann hab ich erstmal die Hose von ihm genommen, mich bedankt, gesagt, hier, ey, kannst deinem Kollegen sagen, sehr freundlich, dass er mir deine Hose gegeben hat. Echt cool von ihm. Und dann hat er gemeint, ja, komm, bleib du mal stehen, musste selbst die ganze Zeit irgendwie schon lachen, weil es irgendwie lustig war, aber ich glaube, der war mehr mad als eigentlich amüsiert. Dann sagt er, ja, bleib doch mal stehen jetzt, Alter, fight doch mal hier, faires One gegen One. Und ich so, ich hab gerade im One and One ein Kollege platt gemacht, während du von hinten versuchst, auf mich zu schießen. Der so, ja, egal, mach jetzt One and One. Und dann bleib ich stehen, dreh mich um und piekst ihm auch einmal direkt ins Gesicht, klappt er zusammen, so, scheiße, Server, es leckt wie Sau. Dann habe ich noch im Chat einfach, ich fand das so lustig, die Jungs waren so witzig, weil die halt echt nichts konnten. Und ich dann einfach direkt, der eine war halt auch voll nach dem Looten gewesen, ne? Hier, ich hab gut Stuff gerade dabei, ne? 22 Eisen und über 200 Holz und so. Und ich hatte so einen Chat, Achtung, Witz, ja? Rennen zwei Leute in einem Nacken hinterher, was passiert? Der Nackte hat Hose und sperrt zwei Leute tot. Das fanden die Leute im Chat ganz, ganz amüsant und leider hat es nicht in der Aufnahme drauf, aber muss ich euch auf jeden Fall erzählen, weil es war gerade richtig, richtig geil. Ich bin, by the way, an der Stadt, so mehr oder weniger. Ja, ich wurde ja gekillt, ich bin jetzt wieder irgendwo. Ja, okay. Und ich habe hier einen Schisseldissel gesehen, den kennen wir auch noch von unserem Schisseldissel. Ja, das war, glaube ich, einer von der Base, die wir eingebaut hatten. Toll. Der hieß auch Schisseldissel. Ah, oh, wie geil, ey. Das habe ich gerade super hart gefeiert, ey. Oh, fuck. Ich habe mein Speer zu hoch geworfen. Sandsturm. Oh, der war richtig knapp. Was hat er getroffen?
So, aber an sich muss man echt sagen, dass, bis auf das, dass der Server jetzt Probleme hatte und mehrmals down ging, hier sind konstant zwischen 40 und 60 Leuten drauf. Ja, also richtig voll der Server. Und der läuft richtig gut. Also ohne Scheiß jetzt. Bis auf wirklich da, wo der Server down war, da war es unspielbar. Aber jetzt, der läuft butterweich. Und das finde ich irgendwie. Ja, das finde ich echt erstaunlich und macht mir gerade Hoffnung, dass wir eventuell auf dem Server wirklich länger spielen können. Zumal der liebe Minjas mich, also hier Hirnschutz zockt. Sowieso mich letztens angeschrieben hat, gerade letzte Woche gesagt hat, hier, wie sieht's aus, nächste Woche mal ein bisschen hier TS wieder quatschen und so, lange nicht mehr voneinander gehört. Und das trifft sich ja ganz gut, dass wir dann auch gerade zu dem Zeitpunkt auf seinem Server anfangen zu spielen. Das ist ein Witz. Nö, brauch ich nicht. Nee. Will ich gar nicht. Chat Support. Deine Leidenschaft. Chat Support mache ich immer. Das ist so meine Angst, wenn wir hier spielen, dass du die Leute zu sehr magst. Und wir dann keine Leute töten können. Ach Quatsch. Was soll denn. Die 5 Pfeile werfe ich weg, die brauchst du nicht. Ja, Pfeile, was sind schon Pfeile? Nee, ich hab nicht deswegen geübt, sondern. Ich hab Steps irgendwie gehört. Ich weiß nicht, ich würde jetzt eigentlich ganz gerne wirklich hier so den Anfang wieder komplett mitnehmen. Einfach, dass wir hier so ein bisschen unterhaltsame Runde haben. Ein bisschen Troll, ein bisschen Action. Ich bin noch 24 Minuten in Famous. Ja, wie gesagt, waren jetzt 3 Kills in kürzester Zeit. War nicht beabsichtigt, eigentlich bin ich friendly. Hab hier auch in der Zwischenzeit schon 3 Leute getroffen, mit denen ich ganz normal quatschen konnte. Also meine Begrüßung war diesmal nicht, hi, servus, na, alles klar, sondern hi, servus, bisschen verrückter oder kann man ganz normal mit dir reden? Waren dann normaler, ja. Also eigentlich bin ich friendly. Ja, ist wirklich so, aber ich meine, die haben ja angefangen, ne? Ich wärme mich dann halt. Heatstroke? Ja, weil Sandsturm. Im Sandsturm wird's heiß. Das ist das erste Mal. Noch nie in einem Sandsturm Heatstroke. Oder? Ich auch nicht. Krieg ich auch gerade nicht. Ich schon. Bunny Hop! Wuuui! Oh, Beine gebrochen. So, ich könnte mir eigentlich schon längst Feuer machen und die Eisentools und Klamotten und ja, Klamotten Rucksack. Ja, Rucksack noch nicht. Ich habe ja keine nicht. 2 edlen Spender gehabt, die mir hinterhergekommen sind und für mich gefarmt haben. Ah, das war so herrlich. Ich hab's gerade echt gefeiert, ne? Das nice. Ich sehe nix. Scheiß Sandsturm. Sandsturm. Machen wir gerade mal eine Werkbank. Echt? Warum nee. Warum machst du dir eine Workbench? Ja, damit ich eine hab. Hier stehen doch überall 10 Stück auf einem Quadratmeter. Ja, aber ich bin noch in Famous, wie gesagt, ne? Und ich hab keinen Bock jetzt hier irgendwie so umgekloppt zu werden von in so einem Lappen. Ja. Oh, das wäre ja geil, wenn das geklappt hätte. Oh, kann die Workbench nicht hier irgendwo stehen? Oh, das wäre so sick. Ich hab gleich eh genug, dass ich mir auch wahrscheinlich einen Building Hammer machen kann, ja. Aber ich bin hier in so einer Felsspalte gewesen gerade. Wenn da eine Workbench gestanden hätte, wäre man da gar nicht reingekommen. Wow, ich habe gerade meinen Speer geworfen auf den Hasen. Das ist perfekt geflogen und der Hase ist gerade diesmal. No. So, there we go. Ich muss leider einmal noch hier Machines Campfire machen, denn ohne Eisen no fire pit. Na, so ist das. Materials, weak strings. Die brauchen wir auch. Machen wir einmal alle Knochen zu dem ganzen Gedöns. Dann Gear Backpack. Da haben wir nämlich instant mehr Platz. Können unsere ganzen anderen Materialien hier rüber kloppen. Das Campfire einmal hier irgendwo hinstellen. So, ich habe jetzt die Straße wieder gefunden. Kohle rein. Eisen rein. Oh oh, ich bin an der Base, wo der Typ... Okay, der steht nicht mehr oben. Wo der Typ rumgestanden hat und rumgeballert hat. Okay. Was brauche ich für die Basic Booster? Brauche ich ein Eisen, 5 Strings. Die rennt nackt herum mit die ganze Zeit die Arme oben. Wow. Ja, der hat auch Schiss, glaube ich.
Ja. So. Ja, während jetzt das Ganze hier guckt, mache ich hier einfach mal einen kleinen Cut. Und wir sind dann trotzdem gleich hier wieder da. Wie gesagt, in der Folge jetzt einfach ein neues Abenteuer sozusagen. Deswegen anfangs weniger Cuts, im Nachhinein, wenn wir dann beispielsweise wieder komplett Gear und Stuff haben und auf Jagd oder sowas gehen, dann natürlich nur die spannenden Parts. Und nach wie vor natürlich bauen wir auch an der Kirche weiter. Ja, ist halt, habe ich schon mal angekündigt, wenn wir einen Server haben, der gut läuft, weil wir auch normal spielen wollen, wird es hier dann einfach sozusagen Zeitraffer und Dedicated Server und sowas im Wechsel mit ganz normalem Gameplay geben. Also bis gleich, Leute. So, da sind wir wieder hier. Heatstroke. Wir haben uns schon mal die Eisentools und einen Woodbow gemacht mit ein paar Pfeilen. Werde jetzt noch eine Fire Pit machen, damit wir hier auf jeden Fall ein Feuer haben, das wir immer mitnehmen können, weil sonst hauen wir da unnötig nach und nach immer mehr Ressourcen raus. Ne? Und jetzt werde ich dir noch die Eisensachen machen. Wo haben wir die Iron Pickaxe? Ja, das There ist we zu go. gütig. Ich weiß, ich weiß. Die Iron Axe. Wow. Da wird mein letztes Ember für verbraten. Aber ey, ja, so sind wir. Leider langt es nicht mehr für den Construction Hammer. Der bräuchte Lol. 5 Eisen. Ich habe nur noch ein Eisen übrig. Aber ja, genauso für Ja, den dafür, ich Bogen. habe ja auch noch Eisen. Den Bogen, der Woodbow, der. Ah, da fehlt ein bisschen Holz. Oh, Ein hier sind bisschen. drei Leute. Hier sind Ein drei bisschen Leute. Holz. Aber ist nicht schlimm, wir nehmen hier gerade einmal die Einer mit Workbench mit. Waffe, Zero. Zero. Ne, Survival Bob. Den habe ich eben Er schon wurde getroffen, das sind gerade so. gekillt von einer mit Waffe. Hallo! Was war das denn für einer jetzt? Hab vorhin so 2 Kiddies getroffen, die waren. Haben mich aber gefragt, ob ich friendly bin, haben mich dann Das noch. sehr uncool. Haben mich dann aber auch am Leben Wow. gelassen. Was ist das für Hilfe! Hintergrundgeräusche bei dir? Oh, was für Hintergrundgeräusche. Keine Ahnung, da waren Habt ihr was eben. dagegen, wenn ich den loote? Ich bin nämlich neu. Ach, ist dein Fernseher da so an? Ist dein Fernseher an? Kann das sein? Wow, was ein. Wow. Ja, Wow. ist er. Aber schon die ganze Zeit. Hast schon gerade mega laut gehört. Ja, ist ja egal, ich hab doch das Stuff für Was dich. ein Kiddy, Alter. Das war so ein Squeaker. So Ja, ich ein. weiß, die hab ich auch. Sind zu zweit, ne? Race, sorry. Wow. Lol. Steht einer auf meiner Liste. Fuck off. Wir haben Kids, ey, die denken, jetzt kommt der Tod sie holen. Und damit haben sie recht. Ja, Mindest, falls du zufällig das Video sehen solltest, ja, wir sind natürlich hier nicht auf deinem Server, um zu trollen, um Gottes Willen. Aber wir sind auch hier, um nicht hier Ringelpiez mit anfassen zu spielen. Das heißt, wir sind durchaus in der Lage, wenn wir Stuff haben, uns zu verteidigen. Wie gesagt, 2 Speere haben gelangt, um hier 2 Leute mit Bogen und Speer zu vernichten. Spring mal kurz, bitte. Okay, das bist nicht du? Verdammt, ich lauf weg. Ja, ich habe zu viel Stuff gerade, als dass ich jetzt sterben wollte. Ja, ich bin halt letzt wieder irgendwo. Ah ja, ich weiß. Kein Problem. Wir können uns. Wo können wir uns treffen? Wir können uns an der. Straße sehe ich An schon der wieder. Stadt treffen. Ich weiß nur nicht, wie ich abbiegen muss. Ich glaube rechts, ne? Standardmäßig eigentlich links. Links? Ja. Wenn du hinter dir das weite Nichts hast und auf die Straße guckst, dann links. Dann biege ich mal links ab. Dann musst du entweder eine oder zwei Kurven, nee, zwei oder drei Kurven, glaube ich, laufen, bis du dann bei der Stadt bist. Ich habe einen Bogen gehört, Freunde. Oh, bei mir schießt einer mit dem Bogen. Sag immer mal, sag jetzt, wenn er abgeschossen hat, was du nochmal hörst.
Oh ne, ich bin gar nicht an der Stadt. Oder bin ich schon hinter dir? Alter, ich bin gerade richtig mad wegen dem kleinen Ex-Kind, ne? Wahnsinn. Nicht aufregen, Bro. Wir haben auch hier die Skills. Wir bunnyhoppen sie irgendwann einfach zu Tode. Bogen gespannt, Bogen geschossen. Hab ich nicht mehr gehört. Aber ich bin auch im Endeffekt jetzt für mehr oder weniger. Ich bin an der Stadt. Und hier hat jemand eine richtig fette, coole Base gebaut. Auch so Wendeltreppenmäßig um diesen einen Steinpenis da rum. Bitte guck mich nicht mit deinem Bogen so an. Ich bin doch nur wehrlos. Hallo? 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 Geh mir nicht im Weg rum. Nee, nicht so wirklich. Guck, hier ist eine relativ fette Base. Warum sagst du zu mir Hände hoch? Nee, diese Kiddies, die dann richtig beleidigen müssen. Wahrscheinlich selbst mit 12,5 oder so. Hände hoch! Komm her! Come at me, bro! Hände hoch! Doch, bitte! Das ist unfair, dass der schneller rennt als ich. Das stimmt so, ne? Mit den Schuhen. That's not fair. Bunny Hop FTV. Siehst du die Kiddies im Chat gerade? Ich war ja da köstlich. Amüsiere mich über so Leute. Boom! Alter, der muss doch langsam mal umfallen jetzt. Oh yeah. Das geht. Mal Holz einsammeln. Liquid, halt einfach deinen Maul, du scheiß Bastard, okay? Warum fragt er mich, Alter? Machst du eine Ansage und dann eine Frage oder was? Oh komm, jetzt bleib doch stehen. Ein Auto. Komm, bleib stehen. Naja. Aber ich will nichts sagen, ich meine. Ja, okay, die sind halt einfach, das sind halt Kiddies, ne? Das ist halt, da muss man ein bisschen Nachsicht haben, da darf man nicht zu ernst nehmen. Irgendwann. Wow, Storage full und die Kugeln sind trotzdem weg. Nice, ich hab grad Kugeln gelootet und nicht bekommen. Finde ich nicht cool. Das finde ich nicht cool. Nö. Ich bin hier kurz vorm Erfrieren, Alter. Komm, wo bist du denn? An unserer Stadt. Okay. Was meinst du mit unserer Stadt? Da, wo wir gebaut hatten. Okay, I see. Ja, dann denkst du, du kommst zur richtigen Stadt, sozusagen? Was ist für dich die richtige Stadt? Ja, die Containerstadt. Ja, ich da, wo bin wir in unsere der Containerstadt. Achso, da wo wir alle unsere erste Base hatten. Ich bin auch in der Containerstadt. Ja, ich bin nur gerade am fast erfrieren. Deswegen baue ich mir ein Lagerfeuer. Same for me. Wo baust du das Lagerfeuer? Wo bist du vor der von irgendwo in der auf Stadt? Dem Berg, keine Ahnung. Irgendwo da in der Nähe, wo wir die Base hatten. Wo wir unsere erste hatten, oder was? Ja, ich bin jetzt genau da. Genau da, wo wir uns erst. Da steht aber eine Hütte, ne? Ja, ist mir egal. Ich wollte nur sicher gehen, ob du da auch an der richtigen Stelle bist.
Ja, ich bin genau da an der Hütte. Da ist sogar ein Lagerfeuer, das ich benutzen kann. Hätte ich meins gar nicht bauen müssen. Bin auch sofort da. Doof, 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 doof. I'm doof. Almost there. Dudududud. Aua. Hat mein Headset gemacht. Ripperino, ihr Headphone-User. So, da. Und ich habe noch mehr Eisen. Ich habe leider nichts mehr. Schlimm. So, warte, wo ist mein Headset-Kabel? Doch, 5 Eisen habe ich noch. Hast du dir jetzt meinen Tipp jetzt mal zu Herzen genommen, ja? Ja, jetzt hat es gerade Tütütüt gemacht. Gut. Ich habe mal meine Materials so da reingepackt. Ja, passt. Bogen? Warte, hier schieß ich mit dem Bogen. Okay, nicht auf uns, das ist hinterm Berg unten, glaube ich. Naja, wer weiß. Ich glaube, die Folge werde ich doch im Nachhinein... okay, wobei, die erste, die können wir eigentlich so lassen. Weil jetzt halt ein bisschen weniger geredet zwischendrin und mehr mit den Kiddies hier im Chat geschrieben. Aber da muss ich ja auch um die Community kümmern, ne? Hast du gerade Zwinkern gesehen, Alter? Ohne mich zu sehen? Wow, Alter. Das ist Sarkasmus. So, warte, du wolltest noch einen Building Hammer oder so ein Scheiß, ne? Hast du was Construction zum Hammer. Warte, ja, Tools. Hast, ich hab nichts zu eaten, ne. Construction Hammer. Das dürfte gerade so lang, ja. There you go. Viel Spaß damit. Mercy. Mercy? Ne, mag ich nicht so. Das ist nicht so meins. Ich lauf jetzt unten in die Stadt und gib dem Typ mit der Axt, ey. Warte, komm doch hier oben. Vom Berg aus kannst du. Ach, scheiße. Hier kommt man nicht zurückgesprungen. You know what I will do. Warte, lass gerade mal testen, ob der hier überhaupt eine Besitzstange drin hat. Yes. Stimmt. Yes. Ich will hier gerade mal kurz ein bisschen bei Materials Concrete. Ein bisschen. Oh, der spannt seinen Bogen. Ein bisschen Concrete machen und ein bisschen Wood Planks. Damit wir eventuell eine Base raiden können, falls wir eine sehen oder so. Komm, helf mir! Wo bist du denn? Unten an der Containerstadt. Ich lauf dem Typ wieder hinterher. Wow. Er ist down! Lol, ich hab's gerade gesehen, wie du ihn umgekloppt hast. Easy. Spaß, die sagt er. Ich finde so Leute, die es danach auch noch ärgern und richtig lustig. Wir haben es ja, nicht falsch verstehen, ne? Wir haben uns ja auch aufgeregt, als wir auf den EU-Server immer gekillt wurden, aber das lag daran, dass es einfach Leute waren, mit denen wir nicht kommunizieren konnten. Also nicht die Chance hätten, selbst wenn die gewollt hätten und wir gewollt hätten. Das ist der Unterschied. Hier könnte man das theoretisch, aber muss man ja nicht, ne? Nice. Was ist das noch für Stuff hier? Overwrongs und ein Campfire, glaube ich. Aufrungs. Let's eat them. Okay. Backpack, ey. Ich würde trotzdem sagen, für die Folge war's das Ganze. Ich kann, wie gesagt, sagen, Hirnschutz zockt in den Community-Browser, eingeben, Suchfilter und der Server ist echt geil. Wie gesagt, bis auf kurz die Downtimes läuft der richtig gut. Also mal ohne Scheiß. Für so viele Leute läuft der mega. Und, kleines Etwas. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Nächste Folge wahrscheinlich wieder hier Kirchenbau Part 2. Aber wie gesagt, das seht ihr einfach dann morgen. Bis dahin euch noch einen wunderschönen Tag. Falls ihr Anregungen, Ideen habt, schreibt es in die Kommentare. Auch, falls wir hier irgendwie was machen sollen. Mehr PvP, was auch immer, keine Ahnung. Sollen wir vielleicht nur eine kleine Hütte bauen und dann direkt losgehen? Let's Fats Leute ausrauben. Base Raids. Oder was wollt ihr sehen? Schreibt es einfach in die Kommentare. Wir sehen uns morgen. Macht's gut, Leute. Tschüss. Tschüss.